Professor Weismacher und das große Vogelnestgeheimnis. Und Ling, der Assistent von Professor Weismacher, kam vom Briefkasten gerannt und bellte. Au, au. Hund Ling, Blingenpost! Neue Flagge von Kindle! Au, au. Wollen wissen? Warum bauen Vögel Nester? Das war Hundechinesisch, weil Hund Ling ja aus China kam und es hieß: Ich bringe Post. Neue Fragen von den Kindern. Sie wollen wissen, warum Vögel Nester bauen. Der Professor schüttelte den Kopf. So etwas. Ja, hat denn das noch niemand herausgeforscht? Da müssen wir doch gleich einmal nachsehen, nicht wahr? Schon blätterte er die großen Vogelbücher durch. Da wollen wir einmal sehen. Und Hundling sah im großen Weltcomputer nach, was dort zu finden war. Schnell hatten sie herausgefunden, dass Nester die Wohnungen der Vögel sind. Dort schlafen sie und brüten auch ihre Eier aus. Weil so ein Ei von einem Ast leicht herunterfallen könnte, ist es in einem sicheren Nest viel besser aufgehoben und schützt dann auch gleich die frisch geschlüpften Vögel, solange sie nicht fliegen können. Zufrieden nickte der Professor. So, Hundling, und jetzt sehen wir einmal im Wald nach, ob das auch stimmt, nicht wahr? Und schon stiegen sie ins Forschermobil und schnurrten davon, direkt in den Wald hinaus. Dort war jetzt im Frühling ein geschäftiges Treiben. Mit Zweigen, Blättern, Halmen und Federn im Schnabel flogen die Vögel umher. Durch das Fernrohr konnte der Professor und Hundling erkennen, dass sie aus den Zweigen, Blättern, Halmen und Federn die Nester bauten. Und auch, dass sie ganz verschieden waren. Je nachdem, zu welcher Vogelart der kleine Baumeister gehörte. Hundling bellte. Mau, müssen Vögel gehen in Schule? Mau, müssen lernen bauen Nest? Mau. Das hieß, müssen Vögel in die Schule gehen? Und lernen, wie man ein Nest baut? Professor Weismacher schüttelte den Kopf und nickte. Das ist eine gute Frage. Da müssen wir einmal sehen, ob wir eine Vogelschule finden. Und wie so ein junger Vogel und wie so ein alter Vogel ein Vogelnest bauen, nicht wahr? Und so machten sie sich auf die Suche nach einer Vogelschule. Aber nicht einmal mit dem Findomat aus dem Forschermobil war so eine Schule zu finden. Da war es mit den jungen und alten Vögeln schon leichter. Und ganz leicht konnten sie erkennen, dass die jüngeren Vögel das Nest bauen noch nicht so gut konnten wie die Älteren. Da konnte es schon einmal vorkommen, dass so ein alter Vogel spöttisch auf einen Jungen heruntersah und zwitscherte. Zip, 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 es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Zip, 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 zip. Vielleicht versuchst du es mit Hammer, Nägel und ein paar Brettchen. Unter den Vögeln ging nämlich eine alte Geschichte herum. Ein junger Vogel wollte sich nämlich einmal ein Haus aus Brettchen zusammenzimmern, so wie er es bei den Menschen gesehen hatte. Doch der Vogel klopfte sich mit dem Hammer tüchtig auf die Federfinger. So, dass er 3 Tage lang nicht mehr fliegen konnte.
Seitdem bauen alle Vögel ihre Nester wieder so, wie es sich gehört. Und je mehr sie gebaut haben, umso besser können sie es. Denn auch beim Nestbau gilt: Übung macht den Meister.